Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine Verheißung aus Markus 8, Vers 35. Und da lesen wir, denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um das Evangeliums willen, der wird das behalten. Also auch eine Verheißung. Jesus sagt, wer sein Leben verlieren wird, um das Evangeliums willen, um seinetwillen, der wird es behalten. Paulus sagt an einer Stelle, wenn ich sterbe, dann sterbe ich, aber ob ich sterbe oder lebe, ich lebe des Herrn. So ungefähr. Und das können wir mitnehmen. Wir sollen auch nicht Angst haben für die, die uns töten können. Denn sie können nur den Leib töten, also nur uns, den Körper. Und wir leben aber als Seele, leben für immer. Unsere Existenz, wir sind für immer da. Und dann können wir das nehmen, was ist wichtig? Und das ist ein Kernpunkt, dass wir unser Leben verlieren um seinetwillen. Und dass wir um das Evangeliums willen. So viele Christen heute, die haben das nicht verstanden. Sie leben ihr Leben ganz so richtig, sag ich mal, für sich, egoistisch, aber nicht um das Evangeliums willen. Und das möchte ich einfach mal mitgeben an dieser Stelle. Vielleicht stehst du so an einem Zwiespalt, sollte ich das machen oder das machen? Nimm diesen Vers, das ist eine Verheißung, du wirst das Leben behalten. Ich wünsche dir, dass du es begreifst. Vielleicht kannst du es auch an Leuten weiterleiten, denen es motiviert. Ja, und es geht um das Leben, um das ewige Leben. Ich wünsche dir Gottes Segen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.